Es ist immer wieder ein Erlebnis, in den Bergen zu wandern. Diese tolle Landschaft und diese Naturdüfte und Geräusche, die Vögel, die Kühe, die den ganzen Tag hier fressen, die so klangvolle Namen haben wie Bertha, Erna, Frieda, Lisa, Elke, ja und so weiter. Ja, und da werden natürlich Erinnerungen wach. Damals, als ich mit meinen Eltern und meinen Großeltern hier im Urlaub war. Ja, mein Großvater, der hat mich an die Musik rangeführt. Der hat damals hier also ein Horn geblasen, so ein Waldhorn. Und das war so ein Klangerlebnis, dieses Echo. Das ist unglaublich hier in den Bergen. Ja, und jetzt habe ich selber Enkel und verbringe hier auch schon mal Zeit mit denen und habe gemütliche Abende am Kamin oder am Lagerfeuer, spiele dann mit meiner Gitarre dazu und genieße einfach die Zeit und die Natur und die Ruhe. Wo findet man das sonst heute noch? Ja, und all diese Impressionen kannst du dir nach Hause holen. Du kannst dir dieses Bild kaufen. Komm rein mit in die Hütte und mach es dir gemütlich. Ich freue mich sehr, dass du da bist.